ÖM Lassitze 2012. Wir sind dabei! Am 21. und 22. Juli 2012 findet in Lasnitzhöhe am Tomsche Weg die österreichische Meisterschaft im Bewerb Mountainbike Cross Country statt. Ich bin der Gruber Flo, ich bin voriges Jahr in Stadtec Jugend-Europameister geworden in der U17 und ich freue mich schon furchtbar auf die ÖM in Lasnitzhöhe. In einem Cross Country Bewerb ist eine kurze, aber fahrtechnisch äußerst anspruchsvolle Runde öfters zu bewältigen, bis nach circa 1,5 Stunden der Sieger feststeht. Lasnitzhöhe ist bekannt als erholsamer Ort, mitten im oststeirischen Hügelland. Aber auch sportlich hat diese Marktgemeinde einiges zu bieten. Ob Volleyball, Fußball, Laufen oder Radfahren, hier kommt jeder auf seine Kosten. Grüß euch bei der österreichischen Staatsmeisterschaft 2012 in Lasnitzhöhe. Wir konnten uns schon einige Jahre als Veranstalter profilieren mit dem Radklassiker rund um Lasnitzhöhe. 2005 versuchten wir uns mit der österreichischen Bundesmeisterschaft als Mountainbike-Veranstalter. 2009 ein Höhepunkt in unserer Veranstaltung, das C3-Rennen. Die Strecke von der österreichischen Meisterschaft 2012. Gleich nach dem Start geht es in den neu geschaffenen Streckenabschnitt On the Edge. Auf einem schmalen Pfad geht es dem Abgrund entlang bergauf. Nach einer steilen Abfahrt kommt man wieder zurück auf die Wiese zu Start und Ziel. Matthias Grick aus Bad Mitterndorf wird in der U23 um einen Podestplatz kämpfen. Er hat gute Chancen, denn er kennt die Strecke noch aus vergangenen Jahren. Ja, also die Rennstrecke ist wirklich super. Man merkt, dass das von Rennfahrern gebaut worden ist. Es ist extrem viel Flow drinnen bergauf. Nach der ersten Verpflegungszone geht es wieder ab in den Wald. Der unter den Fahrern gefürchtete Lustkiller trägt seinen Namen zurecht. Überschätzt man seine Kräftereserven, ist dieser Anstieg kaum noch fahren zu bewältigen. Einigem Auf und Ab folgt ein längerer Anstieg. Oben angekommen stürzt man sich in den Rollercoaster. Über Sprünge, Kompressionen und schnelle Kurven geht es über die neu gebaute Abfahrt talwärts. Markus Preis aus Birkfeld ist einer der heißesten Kandidaten für den Meistertitel der U23. Steile Anstiege taugen wir und nicht so lang. Und die Abfahrten finde ich auch sehr gut in die Trails.
nicht so schnell. Ich hoffe, dass sich heuer mal der Staatsmeistertitel ausgeht, weil im Juniorenjahr bin ich ja Vize-Staatsmeister geworden. Auf der La Höhe heißt es jetzt ordentlich Gas geben. Die letzte Abfahrt folgt. Der Wurzelhorror ist ein berüchtigter Streckenabschnitt. Die vielen Wurzeln lassen keine Erholung zu. Da kann es schon passieren, dass man unten mit höherem Puls ankommt, als man oben gestartet ist. Und das nicht nur aufgrund des Adrenalins, das beim Überwinden der Buntigammer Hausbierkante ausgeschüttet wird. Andreas Fuchs begann seine Mountainbike-Karriere beim Radclub Lasnitzhöhe. Seit heuer fährt der junge Gleisdorfer als Profi beim italienischen Team Protec. Grüß euch, ich bin der Fuchs Andi und ich bin vorher im Team Protec. Die Strecke ist sicher einer der besten in Österreich. Also es gibt so viele Single Trails und die Anstiege sind einfach so knackig. Da gibt es kein Ausrüsten, das ist einfach, ich finde, das ist die eines der härtesten Strecken, was es gibt. Bei den Damen führt der Sieg wohl nur über die frühere Gesamtweltcup-Siegerin Lisi Osel aus Tirol. Doch der Nachwuchs rund um Lisa Mitterbauer oder Tina Kindelhofer wird es ihr nicht leicht machen. Bei den Herren wird es wohl ein Duell zwischen den Olympiastartern Karl Magd und Alex Gebauer geben. Der Tiroler Magd gewann schon 2007 das Rennen in Lasnitzhöhe. Ja, hallo, ich bin der Charlie Magd. Ich freue mich schon auf die Staatsmeisterschaften heuer im Juli in der Lasnitzhöhe. Ich bin da vor 3 oder 4 Jahren mal gefahren. Das ist ein wirklich lässiger Kurs. Und ich würde mich freuen, wenn viele Zuschauer kommen, damit da eine super Stimmung ist und wir ein geiles Rennen fahren können. Alex Gebauer aus Kärnten konnte heuer schon 2 U23 Weltcuprennen für sich entscheiden. Er ist wohl das größte Nachwuchstalent Österreichs. Doch auch Uwe Hochenwarter, Christoph Sokup und Alban Lakata konnten heuer schon mit internationalen Top-Platzierungen aufzeigen.